Take two. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Golden Body Personal Training zusammen mit dem Luis. Wow! Intro! So, also der Luis ist der neue Mitarbeiter von Golden Body. So nicht wahr? So sieht's aus. Heute Tag 1. Jawohl. Erfolgreich schon bald bestanden. Luis, sag uns, wo kommst du her? Also, ich bin der Luis. Nochmal für alle, die es noch nicht mitbekommen haben. gebürtig bin ich von Deutschland. Lebe jetzt seit etwa 2 Jahren in der Schweiz. Habe meinen Bachelor jetzt Ende 2019 fertig gemacht. Und heute hat mein neues Kapitel hier angefangen. Also. Und ich freue mich drauf. Ja! Wie alt bist du? Ich bin 24 und werde jetzt in 3 Wochen 25. Exakt. Dann, was hast du studiert? Ich habe Bachelor of Arts Fitnessökonomie studiert an der Deutschen Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement, also war ein Fernstudium. Ich war als Clubmanager tätig, als Trainer in diesen 4 Jahren und habe halt eben nebenbei dann mein Studium absolviert. So ist es. Was ist dein Lieblingssport? Ach, ich habe mehrere Lieblingssportarten. Von klein auf bin ich schon immer im Fußball und im Basketball gsi. Mit meinen Kollegen spiele ich auch sehr gerne mal ein Dart. Ich gehe, jetzt seitdem ich in der Schweiz lebe, gerne Skifahren, Schlittschuh fahren, wandern. Pirouette. Eiskunst laufen. Synchronschwimmen. So sieht's aus. Nein, es ist große Bandbreite an Sport. Ich lasse mich auch immer wieder gerne auf Neues ein. Und so wie wir bei Golden Body sind. Nein. Genau. Bei uns ist einfach, wie als Leben spielt. Hauptsache Bewegung und Spaß an. Genau. Was ist dein Lieblingsessen? Schnitzel mit Pommes. Ich kann denken, es kommt etwas Gesundes. Wenigstens einigermaßen. Man muss ehrlich sein, man muss ehrlich sein. Also auf ein gutes Schnitzel kann ich nie verzichten. Es ist natürlich also gut. Ausgewogen ernähren ist trotzdem wichtig. Aber danke. Ab und zu einmal Schnitzel mit Pommes. Gut. Dann, was unterrichtest du am liebsten? Functional Training und Kurse mit flotter Musik. Was so, ist flotte Musik? Hip-Hop, R&B, Oldies, 90er, alles Mögliche, wo man gut auch drauf tanzen kann. Ja, einfach Spaß haben. Super. Das ist die Hauptsache. Super. Und Spaß an der Bewegung. Und dass man natürlich ein bisschen schwitzt. Das eben, gell. Was ist so das, der Rat, wo du jemandem würdest mitgeben würdest in Bezug auf Ernährung und Sport? Was ist so dein Motto? Geh mit deinem Körper genauso um wie Scheiße. Jetzt bin ich raus. Wie mit deinem Auto. Ja, genau. Nein. Ja, wie geht man mit seinem Körper um? Ja, man hat nur einen Körper. Das ist, sorry, ich bin ein bisschen aufgeregt, das ist mein erstes YouTube-Video. Das ist okay, es wird immer schief. ich bin jetzt auch gerade am überlegen, mit was geht man denn gut um? Mit einer Handtasche? Das muss man oder? Bei einer Frau eine Handtasche und bei einem Mann das Auto. Aber ich weiss schon, was du willst sagen. Nein. Aber ich weiss schon, was du willst sagen. Aber ich weiss nicht, jetzt, wie auf diese Frage bin ich nicht eingestellt. Ich habe mir darüber nie Gedanken gemacht. Okay, aber machen wir noch einmal. Nein, noch nein, einmal. Aber wir wissen, was er wollte sagen. Ja. Nicht wahr? Das ist nichts überall. Also, dann noch schnell als Info zum Luis. Weißt du, wenn du deine Gruppenstunde gibst? Das ist jetzt eigentlich gerade mal ein Test. Wir machen einen Test gerade. Also. Also, ich mache um 9 Uhr, Dienstagmorgen. Mit dem Pilates und Functional Stunden, die weiß ich jetzt gerade. Functional Training? Functional Training, jeden zweiten Samstag vom 9 bis zum 10. Und 10 bis 11?
10 bis 11. Und am Donnerstagmittag von 12.15 Uhr bis 13.00 Uhr. Das ist über den Mittag, wo ihr sogar noch ein Müsli oder einen Shake könnt mitnehmen könnt. Dazu an. Genau. Gell? Und natürlich ist er da, oh Mann. Ja, wir müssen jetzt. Fangen wir ein neues an. Aber es wir ist sind gerade fertig. Es ist, nein, es ist gut, wenn man nochmal. Jetzt können wir jetzt immer drin waren. Doch, ich will nochmal ein neues machen. Nein. Doch. Nein. Aber wir sind am Schluss. Nein. Ich will nur noch sagen, der Luis ist uns Personal Trainer da. Und das ist seine Hauptaufgabe. Genau. Also, wenn ihr von ihm. Oh mein Gott. Bam! Wenn ihr einen Personal Trainer sucht, der deutsch euch. Ist. Grüezi! Grüezi! Wir haben heute den Running Gag gehabt. Yeah. Wir hatten schon ein Meeting gehabt, zusammen mit ihr, die uns das ganze Marketing macht. Und wir haben nachher so gesagt, ja, wir könnten ja einen Anschlag machen. Und dann ist so, was? Ein Anschlag? Bis wir ihm erklärt haben. In der Schweiz ist es so ruhig, man braucht immer mal einen Anschlag. Es ist lustig, mit einem Deutschen zusammen zu arbeiten. Also, das war es von unserer Seite. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.